Ja, und damit willkommen zurück zu Train Planet. Wir fahren heute mal mit der Traxie, der zweiten Lokomotive, die wir hier fahren können. Und ich muss eine kleine Korrektur machen zu der ersten Episode von Train Planet. Da bin ich ja hin Qualifications reingegangen. Das sind nicht neue Lokomotiven hier. Das ist die gleiche Lok, aber das sind unterschiedliche Aufgaben. Dann kann man hier halt mehr freischalten in seiner Kompetenzliste da, in den Qualifications. So, BR186 Szenarios. Da haben wir jetzt Köln, Düren, Düren, Aachen, Düren, Köln, Aachen, Düren und so weiter. Ich würde sagen, Difficulty, Hard, Timetable, 15 Uhr. Okay, wir sind in Noon, the weather is sunny with good visibility. Alles klar. Na dann, starten wir mal. Oder auch nicht. Starten? Okay. Mal gucken, inwiefern das anders ist zum Fahren. Also mit unserer Diesel-Lok beim letzten Mal. Gibt auch nichts gegen den ICE. So, ja, das kennen wir ja schon. Köln-Düren. Das ist die Strecke. Soweit auch klar. Ist immer noch ziemlich hell, ha? Okay, Pantograph nach oben mit P. Das machen wir. Main Power mit L. Türen aufmachen auf der rechten Seite. Mit H die Lichter an. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Wir gehen mal kurz raus. Au. Oh. Krasser Sound. Das ist der Hauptbahnhof hier. Oh, und wir haben dezent einen längeren Zug heute. Alle klar. Warte mal, ich mache hier mal schnell ein Foto. Foto. Dankeschön. Ja, das sieht einigermaßen nach Köln Hauptbahnhof aus. Ich finde den Sound hier draußen gerade ein bisschen grässlich. Die Puffer schauen jetzt diesmal okay aus. Das ist schon mal ein Fortschritt. Okay, rein hier. Boarding completed. Türen zu. Bremsen lösen. Wie ist das hier? Einmal hier. Perfekt. Nach vorne und Gas geben. So, und ich habe, bevor ich jetzt hier die Aufnahme gestartet habe, nochmal ganz kurz eine Mini-Testfahrt gemacht. Da ist mir bei der Steuerung schon ein bisschen was aufgefallen. Also zum einen können wir hier unseren Tempomaten hier nicht einstellen. Das geht einfach nicht. Er sagt zwar, ich könnte was machen, aber ich habe alle Tasten einmal durchgedrückt. Da passiert gar nichts. Hier, die Bremsstellungen gehen auch nicht. Wir haben hier nur den hier. So. Und man muss beim Gas hier ein bisschen aufpassen, wenn man hier zu lang nach vorne drückt, dann geht er einfach sofort auf 100%. Das muss man immer so ein bisschen reinpushen. Okay. 40. Köln-Ehrenfeld, der nächste Halt. Ja, ist ja gut. So, wir haben die langsame Trax mit 140. Ich sag's euch jetzt schon. Wir werden das mal ausreizen auf 160. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Und da haben wir das Depot. Und da hinten steht ein ICE, den wir nicht fahren können. Mal den angucken. Oh ja. ICE, komm her, komm her, komm her. Ey, das ist ja ein Fake-ICE. Da fehlt ein bisschen was. Da fehlt ein bisschen viel. Warte mal. Da hinten steht der komplette ICE. Okay. Er stellt einen Wagen so ab. Okay. Wir gehen mal wieder rein. Hier sind komische Dinge. 80.
Release Independent Break. Hab ich doch. Nö. Gib Schmackes. Ja, und der Lokomotiven-Sound, der ist nicht wirklich vorhanden. Also das ist halt alles sehr, sehr early hier. Aber es sieht optisch einigermaßen okay aus. Ich finde es so geil, wie oben das gelbe Lok-Symbol da einfach so mit drauf wandert. Sieht aus wie so ein Wurm, der einfach da über den Hügel drüber will. Ja, bei der Bremse übrigens müsst ihr da auch immer so ein bisschen so einmal so antippen nur. Sonst macht die Bremse da auch nicht mit und geht gerade auf Emergency. Dann sollen wir da sein. Um 6 nach. Ist jetzt eh gleich. Haben wir da das Tutorial, das ich nicht wegkriege? Laderuckler. Da gehen die Frames nach unten. Ja, ja, ich drücke ja schon. Also momentan bin ich so bei 50 und 60 FPS. Dö, reindrücken. Ja, also die Bremse hier finde ich jetzt nicht so geil. Oh, Smooth Braking Bonus. Sind noch viel zu lang für hier. Ist jetzt aber gerade wieder gehabt. Jetzt ist auf Emergency rein. Ja, das ist jetzt maximal verbremst hier. Das war ein bisschen fest. So. Hetmore sind in der Zeit. Jetzt nach draußen. Alles klar. Kann man machen. So. Nur so ein bisschen zu lang. Naja, oh, Tankstelle. Aral? Autowaschi mit neuer Waschtechnik. Mhm. Warte mal. Rewe. Ah ja. Okay. Ist klar. So, Tür zu. Einmal lösen. Dankeschön. Bei der Lok funktioniert übrigens auch die Schleuder nicht. Lass mal kurz demonstrieren. Ui, da findest du nicht mehr cool. Also, was steht denn hier? 160, 250 theoretisch. Wir fahren erstmal 160. Das haben wir jetzt einfach nicht gesehen. Ja, die haben hier noch eine große To-Do-Liste. Und wenn das mal final rauskommt, beziehungsweise ein bisschen ernsthafter ist, weiß ich jetzt schon, dass ich mir da so ein kleines Sifa-Tool basteln werde.
Ne? Ich glaube, ich bleibe jetzt mal so in der Einstellung. So, 120. Liegestelle. Sind wir da normal, sobald ich hinschaue, ne? Na, immerhin haben sie ein bisschen Wackeln mit drin. Also in echt würde ich mir echt Sorgen machen, wenn es so rumwackelt. So sieht es aus. Mehr Schmack ist. So, Maximum Power. 145. Sollen wir mal doof sein und einfach mal schauen, wie schnell sie wird? Weil, ich meine, da steht 200, also probieren wir es doch einfach mal aus. Aber rein theoretisch dürfte sich dann ab 160 die PCB melden. Mal schauen. Was gibt's denn Zwangsbremse? Ist eigentlich schon witzig, dass die Wagen lauter sind als die eigene Lok. Okay, magische 160. Wir werden nach wie vor schneller. Ah, oh, in Horde müssen wir anhalten. Der wird eine Entschleunigung. Ist so interessant, dass die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr mitläuft. Ist auch der jetzt ungefähr bei 130. Ja, aber doch, man hat schon ein recht gutes Gefühl von Geschwindigkeit hier drin. Es wird doch bestimmt geil im ICE. Wenn der mit über 200 Sachen da durch die Gegend rauscht. Ja, PCB ist noch glücklich, also spätestens bei 170 habe ich dann Fragen. Aber ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr mit dem Hügel hier. Ja, wir sind sehr weit vor der Zeit. So. Nehmen wir mal das Gas weg. So, und jetzt würde ich gerne weiter nach E drücken, damit ich da zur Bremsstellung komme, aber da funktioniert überhaupt nichts hier. So, kommen wir mal runter hier. Man hier entgleisen kann? Wir sollten doch ein bisschen heftiger bremsen.
Ja, ich hätte nicht so schnell fahren sollen. Es wird jetzt kritisch. Ist interessant, wie die Bremse da gemäß Anzeige reagiert. Das ist tatsächlich mit ein bisschen Gedanken. So von vorne nach hinten, so ähnlich wie. Ja, ja, ich drücke ja schon. Ähnlich wie in Railroader. Von der Darstellung her. So, mein Junge, bleib stehen. Bisschen kurz, aber. Passt schon. Okay, Highspeed fahren. Und nicht so lange. Hat jetzt keinen großen Unterschied mehr gemacht, so nach da vorne. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das Gleis soll nicht so sein. Außer, ja, wobei, es ist nur die Seite hier beschriftet. Dann kann es vielleicht doch so sein, dass das hier kein offizieller Bahnsteig ist hier. Dafür kenne ich das Original so wenig. Aber ansonsten wäre es ein bisschen komisch. Und irgendwas ist hier mit dem Umgebungssound los. Das klingt irgendwie sehr komisch. Oh, ein Bus. Könnte auch. Ansonsten sehr viel nix, aber ich meine, Bahnhöfe haben es einigermaßen okay hinkriegt. Ich glaube, ich gebe den Lok rein, weil der Sound hier draußen ist sehr, sehr merkwürdig. So, 3 Minuten haben wir noch. Ich würde mal sagen, das schneide ich mal für euch ganz kurz raus und dann fahren wir los. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt müssen wir aufpassen, die Kamera macht hier ab und zu mal was Witziges. Ich hoffe, sie macht es jetzt gerade. Ah, nee. Manchmal bewegt die sich einfach mal von alleine nach hinten. Das macht die immer wieder mal. So. Tür zu. So, Bremsen löschen. Die sieht gut aus. So, ja, mein Schmack ist hier. Nächster Halt ist Düren. Mit unserem selbstgemachten Hochgeschwindigkeitszug hier. Speed Limit 100, ja, nicht mehr lange. Ich denke mal, Train Planet werde ich auf jeden Fall mal in der Watchlist behalten. Mal gucken, was da das noch so wird. Und wie fleißig sie dahinter sind. Aber wie kommt man drauf, von einem Fishing Simulator einen Zugsimulator zu machen? Das sind einfach komplett unterschiedliche Welten. Ich meine, den Fishing Simulator haben sie, so wie es aussieht, gut gemacht. Ich habe selber nie gespielt. Also ich bin zwar selber schon Fischen gegangen, aber das Spiel habe ich nicht gespielt. Aber die Rezensionen sind weitestgehend eigentlich okay. Auch von den DLCs. Aber trotzdem. Schräg. Schräg, schräg. Ich meine, vielleicht sind sie ja schon immer Bahnfans gewesen. Wer weiß. Es gibt dann auch wieder die Art von Entwicklerstudios, die ja Simulatoren für jeden Blödsinn machen. Und das dann schlecht, wie zum Beispiel der Metro 7 Hustle da. Solche Billig-Dinger. Aber das hier sieht schon aus, als wenn sie sich da halt wirklich Gedanken drüber gemacht haben. Ich meine, eine sehr frühe Fassung, aber hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, wir gehen mal auf Maximum Power hier.
will wissen, was hier geschwindigkeitstechnisch so geht. Wenn wir schon kein ICE fahren dürfen, dann tun wir so, als wären wir einer. Frag mich, ob dazu noch irgendwie ein offizieller Discord-Server kommt. Ich meine, auf der Homepage stand von der Aufnahme, ist einfach nur ein Splash-Screen mit Coming Soon. Und beim Fishing Simulator haben sie ein eigenes Forum und Shop. Da kannst du es. Das fand ich schon geil. Ich dachte, ich gehe mal bei denen in den Shop rein. Da kannst du halt Tassen und alles Mögliche an Merch kaufen und tatsächlich echtes Fischer-Equipment und so. Gebrandet halt mit diesem Fishing Simulator. Aber jetzt, wo ich so mal drüber nachdenke, mal wieder fischen gehen, hätte ich ja schon irgendwie Bock drauf. Ich müsste mal alles nochmal neu kaufen. Vor x Jahren habe ich das mal verkauft dann, weil ich einfach nicht mehr gegangen bin. Und ich denke, mit den Fischereischein müsste ich dann auch wieder machen. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Damals noch in Österreich gemacht. Aber wenn, dann würde ich schon auf einen richtigen See gehen zum Fischen, nicht auf so einen Fischerteich. Das finde ich immer so ein bisschen arm, auf so einen Fischerteich hinzugehen. Das ist irgendwie gar keine Challenge. Also, schon eine gewisse Challenge, aber nicht zu vergleichen, als wenn du halt rausgehst auf den See oder Fluss. Was ich da immer ganz spektakulär gefunden habe, das war das Fliegenfischen. Das ist eine Challenge für sich. So, 161. Schaffen wir 170. Also wenn dann die PCB nichts macht, dann hätten sie es eigentlich gleich auslassen können. Wenn die jetzt nur so zierde ist. Immer wenn es schnell wird, jetzt nach oben. Denn nicht auch der Microsoft Train Simulator so eine ähnliche Anzeige wie da oben? Oder geplante Durchfahrt wäre gewesen um 15:30 Uhr. Jetzt ist 25 bzw. 26. Also ziemlich an allem müssen sie noch arbeiten. Aber ich meine, die Gleisanlage an sich sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Am besten nicht zur Seite gucken. So, 168. Komm, da geht noch ein bisschen was. Ah, jetzt haben wir wieder langsamer. Ja, die Lok hat null Sound. So, mehr sind nicht 34. Die arme Lok. Man hört auch nichts, wenn man die PCB so drückt. Schade. So, da oben jetzt ist es ein bisschen flacher.
Komm, Lok. 170, du schaffst es. Ah, oh, da hinten ist schon Düren. Haha, 170. Nichts passiert. 171? Oh, aber 80. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, aber das war eine 80er Meldung. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt nicht verguckt, aber ich dachte, das wäre 80 gewesen. Ja, 80. Ja. Aber schön, dass das Spiel selber das jetzt irgendwie nicht mitgekriegt hat mit 80. Also die Schutzweiche hat auch geil ausgesehen. Überhaupt nicht kantig. So, kommt da jetzt noch mehr? Ist das jetzt hier schon... Na, das ist doch nicht Düren, oder? Das ist noch ein Vorhalt. Oder ist das Düren? Ne, ich glaube, das ist Düren. Das war jetzt ein bisschen viel Bremse. Ah, diese blöde Bremseinstellung hier. Ja, jetzt war ich ein bisschen verwirrt da mit der Anzeige da oben. So, machst du die? Hallo? Lösen? Spannend. Hey, da steht ja was drauf hier. Irgendwas mit Kopenhagen. Ich glaube, das ist der erste Anzeiger, der funktioniert. Ja, ja. Södele. Das wär's. Wir sind angekommen. Mit einer ganz leichten Verfrühung. Was mir jetzt gerade auffällt. Hier ist er da. So, die Magneten dazwischen drin fehlen irgendwie. Ah. Sind aber auch sehr interessante Signale. Oh, oh Mann. Ich wollte mich noch ein bisschen umsehen. Da habe ich noch mega Zeit gehabt. Ja, die minus 405. Naja. Okay, ja, dann sind wir die beiden Loks mal gefahren. Ich glaube, das reicht jetzt auch soweit mal für den Demo-Content. Wir schauen mal, was da noch so kommt und wie das weitergeht. Und ich hoffe, sie arbeiten da noch kräftig dran, weil für den ultimativen Zugsimulator fehlt noch ultimativ viel. Bis dahin, erstmal Simulator und Co. Macht es gut, gute Fahrt. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.